Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Runde von Smite. Heute spielen wir den neuen Gott in Smite Gegamesh, der ist heute rausgekommen auf den Live-Servern. Er ist ein Warrior aus dem babylonischen Pantheon. Ich habe schon ein genaues Video zu ihm gemacht, wo ich genau seine Fähigkeiten erkläre und sowas dürfte hier irgendwo verlinkt sein. Schaut euch das gerne mal an. Ich spiele nicht alleine, sondern mit Astral und einer weiteren tollen Person. Gotcha. Wunderbar, danke nochmal euch, dass ihr hier seid und mit mir diese Qualen durchzieht. Ich habe jetzt schon zweimal probiert, eine Runde aufzunehmen. Und beide Male waren sehr erdrückend, sagen wir es so. ja, es ist Gegamesh Jungle, es ist Tiamat, Sololand, Baba Yaga, Mitte, Nox. Was haben die? Nox Support, Kennen das ADC. Wir können einfach full Magic Defense gehen. Also jedenfalls, die haben drei Burst also nicht Burst Magic, aber drei. Blablabla. Mann, halt die Mund. Ich kann grad nicht mehr. Ich bin fertig, Mann. Mental bin ich einfach nicht mehr hier richtig. So, nehmen wir das Ganze mit. Ich muss wahrscheinlich. Oh, der im Afkada. Oh. Habe ich gerade ehrlich gesagt nichts gegen. Was das heißen wird. Letzte Runde war King Arthur AFK. Nee, das war doch der Gegamesh. Nein, der King Arthur, ich war Gegamesh mit dem. Nee, ich meinte, vom Gegnerteam war auch einer AFK. Das war ja, sicher? Ja. Hab ich nicht mal. Er hat das extra noch am Ende geschrieben. Sorry for AFK. Er hat uns gemeint damit. Achso, ja, keine Ahnung. Ich habe mich bisher noch nie bei den Gegnern entschuldigt, wenn sie einen AFK hatten. Das ist halt schon nice. Weil das ist halt. Das Gegnerstiegen kann nicht komplett was dafür, dass sie verlieren, weil der auch jemand AFK ist, ne? No. Aber egal. Ich hab ihn zum Jungle ausprobiert und er war wirklich stark. Also er hat sehr viel Schaden und Minions gemacht und du warst in kürzester Zeit fertig mit der ganzen Camps. Hab ich schon auf der Sololane gespielt, das lief auch recht gut. Er macht viel Schaden, er hat viel CC. Und so, das Einzige, wovor ich gerade Angst habe, ist, dass die Gegner surrendern, weil sie einen AFK haben. Und das werden sie wahrscheinlich tun. Ich ertrage nicht noch eine Runde. Jedenfalls für heute nicht. Ich bin jetzt schon so mental einfach krass am Arsch, weil ich andere Dinge tun sollte. Aber ich brauche halt, ich will mit den Daily Uploads nicht aufhören. Fürs Elbsen also stoppen. Gerade, sagen wir es so. Wenn du das dann noch durchkriegst, obwohl du noch lernen musst. Ja, werde ich. Ich werde eh wahrscheinlich verkacken, weil, puh, ich habe keine Ahnung von Spanisch. Aber egal. es wird sehr interessant. Das ist interessant. Nächste Woche wird noch schlimmer. Das ist dann, also da werde ich halt wirklich komplett sein, so mental. Verzögerung gerade, ey. Es ist wirklich Gegamesh Jungle. Nein, es ist alles Baba Yaga Sololane, das ist perfekt. Die Dame wird leiden. Außer wenn ich leiden werde, aber ich werde komplett leiden, hier so wie es aussieht. Egal. Autsch. Okay, die ist richtig ekelhaft, die Baba Yaga. Das gefällt mir schon mal gar nicht, ich habe keine Pots. Das wird. Oh, okay, sie fokussiert mich richtig krass. Das wird richtig schlimm enden gerade. Ich sehe mich da sehr, sehr tot gerade. Egal. Ich brauche mal eine 3, damit ich reingehen kann. Ich kann ihren Escape komplett abbrechen. Was sehr gut ist. Sie ist schon Level 3. Okay, warte, ich bin jetzt gleich auf Level 3. So, sehr schön. Ich bin tot. Ich sollte mich einfach eine Klippe runterstürzen hier gerade. Sieht nicht schön aus. Ja, ich umgebracht. Baba Yaga natürlich, die kann mich aus der Ferne die ganze Zeit angreifen. Das ist meine größte Schwäche einfach. Und das ist halt riesiges Problem. Die kann mich wirklich aus weiter Entfernung die ganze Zeit angreifen, weil ihre Fähigkeiten einfach viel Range haben. Und sehr viele verschiedene Effekte haben auch. Aber dafür habe ich keinen Cooldown auf irgendwas hier. Danke, der Thanatos hat sich endlich verzogen. Der hatte gerade zwei oder drei Waves bei mir auf der Lane. Das ist normal, das ist komplett normal. Der Jungler verbringt die meiste Zeit seines Lebens auf der Midlane. Ja, aber der hat nichts gemacht, der hat die ganze Zeit nur meinen Farm gestohlen. Geh mal bitte weghaus, hier nervt mich ein bisschen. Ah, kurz nach hinten. Ne, jetzt bist du gar nicht gut. Das hat. Oh wow, ich. Baba Yaga ist schon lustig. Also, ich spiele Baba Yaga persönlich sehr gerne, auch, um ehrlich zu sein. Aber, puh. Die ist gar nicht nett, Dame. Das ist gar nicht nett. Die könnte höflicher sein, um einiges höflicher. Ah, jawohl, das ist fast tot. So, aber ich denke.
Ich werde jetzt kein großes Problem gegen sie haben. Der erste Tod war einfach blöd, weil sie halt mehr Leben, also Range als ich hatte. So. Jetzt hängt sie auch noch hinten. Sie weiß genau, ich kann auf sie drauf springen und sie killen. Deswegen hängt sie auch noch hinten. So, gehen Sie bitte weg, Madame. Haben Sie. Oh, sie hat Blink. Wie sagt Baba Yaga Blink? Ich kann jetzt den Tower angreifen. Das gefällt mir. Oder? Gefällt mir das wirklich? Ich hab keine Ahnung, ich mache hier Mana-Buff. Ja, der dürfte da sein. Machen wir das ganz schnell. Oh, hi! Oh nein, tot. Ich bin doch tot. Ja. Ah, nee, bleibt. Ich muss gehen. Dankeschön dafür. Ich hab sehr viel Angst hier gerade. Ich hab sehr viel Angst. Vor der... Ja. Komplett. Fuck. Ja, sie hat mich. Die hat mich einfach geultert. Ich bin tot. Scheiße! Du solltest ja ein bisschen nicht verlieren, ne? Die. Raus hier! Ich lebe noch! Einfach komplett random. Bitte nicht sterben, Madu, bitte nicht sterben. Ich bin tot. Oh, sehr schön. So was von Tothilfe. Wir schaffen das noch, alles super. Bitte Thanos nicht sterben, Scheiße! Ich hab's überlebt. Oh, Baba Yaga wird ekelhaft. Ich vergesse immer, wie wenig tanky ich einfach bin als Gigamesh. Das ist jetzt schon letzte Runde, weil genau war es genauso. Ja, ich du brauchst aber auch Damage. Naja, ich bin zwar ein Warrior, aber puh, bin ich untanky. Mir fällt auch gerade auf, ich habe ja auch eine Passive, die ich komplett ignoriere, weil sie unnötig ist. Aber egal. Was kann die machen? Auf der Map spawnen irgendwo random irgendwelche Punkte, zu denen ich gehen kann. Daraufhin bekomme ich ein Tier 1 Item. Das Problem ist halt nur, diese Teile sind im gegnerischen Jungle. Und wenn ich nicht dominiere, dann bekomme ich die Punkte noch nicht mehr. Also dann habe ich keine Chance, irgendwie ranzukommen. Was halt nicht so schön für mich ist. Ich muss jetzt zum gegnerischen Jungle gehen, beziehungsweise zum gegnerischen Furies, um das Teil zu bekommen. Und da ist es halt schon sehr, sehr weit. Und da muss ich muss meine Lane einpushen und. Ja. Ich geh jetzt trotzdem rüber, um einfach nur mal zu zeigen, wie es aussieht und so. Aber es ist ja trotzdem etwas doll nervig. Dann kann da vielleicht der Kutschstuhl mal irgendwie zu mir kommen. Was machst du hier? Oh, sie ultet. Digga, nein! Braucht die Hilfe? Ich hab überlebt! Nein, nicht lange. Die hat mich einfach komplett getowerdived. Danke, Thanatos. Danke. Ich wäre ausgewichen. Wer läuft schon blöde Ult rein? Scheinbar Thanatos. Ja, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal gestorben, weil der Thanatos geinnt hat. Oh, ich heile mit dir und ganken. Komm, gib dir mal. Komm. Akutulo, komm. Ja, ich muss raus. Ey, das darf nicht wahr sein. Kompletter Int nur wegen einem Typen, der nicht mal zu mir gehört. Nicht mal so auf meine Lane gehört. Ehrlich, sowas hasse ich. Wie gesagt, das Problem ist einfach, also es ist irgendwie normal, dass der Jungle einfach in der Mitte hockt die ganze Zeit. Also ich weiß nicht ganz, wie sowas so ist. Es geht nicht darum, dass er auf meiner Lane hockt, es geht darum, dass er intet. Was hat er denn gemacht? Der ist erstens ist er draufgegangen, ohne dass ich da war. Das macht Sinn. Auch noch gegen Nox. Der Gegner hatte Full Life. Das kann man trotzdem noch verstehen. Aber dann kommt es. Er ist der Ult nicht mal versucht auszuweichen, sondern ist der Ult einfach reingerannt. Ja, gut. Problematisch. Das ist jetzt kein großes Problem. Wir werden das irgendwie hinbekommen. Bin ich mir sehr sicher. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Baba Yaga killen konnte. Weil, puh, war die nervig. Und die wollte mich wirklich davon abhalten, meine Passive zu bekommen. Hau ab. Blöde Nox. Ach, ja, du bleibst in der Base. Oh, was machst du hier, junge Dame? Können wir das Ganze bitte lassen? Wieso hast du wieder Ult? Ah, ich überlebe. Ach, komm schon! Wieso hast du. Ich hätte auf sie draufgehen sollen. Ich bin so dumm. Ich hätte auf sie draufgehen sollen. Thanatos auch. Mir fällt auch gerade mal auf, dass Thanatos die ganze Zeit Ult hat. Aber sie nie wirklich einsetzt. Die nicht ulten, nicht das ganze ulten, das macht keinen Sinn. Oh, sie ist so gut wie tot. Was ist der jetzt für ein Machen mit der Gigamesh? Hau ab, Nox. Oh, das war knapp.
Alter, die sind so krass nervig, die beiden gerade. Also Baba Yaga und Tiamat, die sind durchgehend Tier auf die. Also, die sind beide sehr oft Tier schon. Das gefällt mir nicht. Nee, aber ich hätte gerade einfach auf sie draufgehen sollen, ich hätte sie gekillt. Aber ich wusste nicht, also gut, ich hätte damit rechnen, dass sie wieder ult hat und so. Aber egal, es war einfach Kacke von mir gespielt. Meine zweite Passive ist sozusagen, also die zweite Mission, die ich habe für meine Passive ist, dass ich, ich glaube, die Hälfte des gegnerischen Teams in einem Teamfight auslösche. Ja, die ist tot, aber trotzdem, trotz allem. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Flugzeug, ich bin auf dem Flugzeug. Nox, tschüss, danke für deines. Ich bin auf dem Weg. Geht ihr hin oder ult? Ich kenne ihn jetzt schon, ich kenne ihn jetzt schon. Ach komm schon. Der Gilgamesh dachte nämlich einfach, er könnte ganken auf Level 1. Das ist wohl nicht so schlau. Nein! Nee, das ist auch nicht. Wie man sieht. Ach, aber er hat schon mehr Damage gemacht als erwartet, ne? Komm, wir können die doch wohl killen. Ich hasse. Was macht der Cthulhu da? Was macht der Cthulhu da? Er geht da einfach und hilft mir nicht. Was ist das für ein Idiot? Keine Ahnung. Aber ich hasse random Menschen. Hilft mir auch nicht. Oder Gilgamesh für mich allein einen Challenge, okay? Ja, kill ihn einfach. Also, das wäre toll. Ah, ich hab mal Tower hier. Trotzdem, also du machst genug Schaden, schau dir mal dein Leben an. Nicht unter Tower, okay, oh Gott. Das sollst du nicht antun, du hast immer noch die Chance zu sterben. Aber, Ah, komm, ich hau Audi ab. Oh Mann, das nervt mich gerade, dass mich die Baba Yaga so gut killen kann. Dabei habe ich halt schon so ein bisschen Magic Defense, ich werde noch mehr bauen müssen. Weil die einfach drei Mages haben natürlich. Ja, ah, die ist anstrengend, diese Frau, die ist anstrengend. Oh, lol. Tu doch mal gerne jetzt so mir zurückkommen. Der hat instant angefangen zu stacken, was ja nicht dumm ist bei ihr, wegen ihrer Passive und so und dem Haus. Weil, wisst ihr, was der Thanatos auch nicht macht? Okay, der hat bisher nicht einmal meinen Damage-Buff gemacht. Na gut, du musst vielleicht mal ein bisschen zupingen. Hast du überall gewardet, Frau? Was geht bei dir ab, Mann? Geh weg von hier. Nein, das ist nicht jemand hinter mir irgendwo. Warum wusstest du, dass ich da bin? Leute, ich kann euch aber nicht helfen, ich bin sonst tot. Ich bin nicht mehr Ward. An ally has been slain. An enemy has been slain. Jawoll! Schönes Ding, Leute. Aber wieso bist du... Nox ist hier. Wieso ist Nox hier? Ich hab sie nicht bemerkt, vorhin war sie weggegangen. Ich konnte nicht sagen, wann sie wiederkommt. Marlon, ich sterbe jetzt da. Ich bin nicht da. Ja, dann bin ich gleich tot. Die ist weggegangen, ich hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Kannst du es schaffen, in meine Richtung zu kommen? Ich bin irgendwie auf dem Weg. Sie ultet ernsthaft. Ja, sie ultet. Ja, ich will den Schaden nicht gönnen. Das ist mir so egal. Also diese Baba Yaga nervt mich so hart, das ist unglaublich. Ich muss jetzt noch irgendwie Defense bauen, also irgendwie Magical Defense noch bauen, was nützlich ist. Weil die haben so viel Mage Damage, wir können die easy killen, weil also wenn wir dann einfach später auf sie collapsen, haben sie keine Chance. Weil unser Schaden wird dumm sein, so. Wir sind zu dritt bei dir. Nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Die ist... Kannst du killen, wenn du sie triffst? Ich komme mit. Teammates are on it. Enemies are slain. Ja, sehr schön. Gilgamesh mir für free Gold geholt. Sehr, sehr schön. Irgendwann sind die Leute aber kein Geld mehr, werdet das nicht vergessen. Ja, das stimmt, aber besser als nichts. Ja, natürlich. Kills sind immer schön aus. Der hatte mir auch nicht mal 100 Gold gegeben. So, weg mit der und natürlich bekomme ich den Kill nicht. Ah, oh, was machst du hier? Was kaufe ich als nächstes? Ich gehe nicht unter Tower. Be careful. Jetzt müssen wir schauen, wie wir es machen. Ich möchte nicht, dass wir das hier gerade verlieren, um ehrlich zu sein. Ja, ich war. Ich habe keine Zeit dafür, dass wir das verlieren. Ja, das wäre nur das bei euch in der Mitte. Okay. Meine Hilfe brauche ich auch Bescheid sagen. Ich schon rüberkommen. Also solange Baba Yaga nicht hier ist, ist mein Leben einfach fröhlich. Ja, ich glaube, ich muss mal lieber da in der Mitte helfen. Ja, komm bitte. Und jetzt drei Leute, da gehe ich jetzt nicht rein. So, wie man einfach nur auf der Karte sieht und tschüss. Kommen die zu mir, bitte sag Bescheid, wenn sie nicht mehr Menschen sind. Ach, die kommen jetzt zu dir. Ich hab auch die Idee, meinen Buff zu machen. Hau lieber ab. Tor soll zu sterben. Okay, ich bin raus. Naja, da kamen sie. Ja, ich wusste, war was. Oh, auch die beiden wieder im gleichen. Oh, auch noch Tiamat. Die sind alle immer zusammen bei mir. Das ist unglaublich. Oh, ich hasse dieses Early.
Group hier ist nur nervig. Das ist wirklich anstrengend. Ich kann nichts machen. Ja, Hito, ich komme mal zu dir. Ich überleg grad. Truck Control Reduction ist schön. Die nerven mich. Also irgendwie geroutet zu werden von Nox ist schon einfach so viel mehr wert. Also so viel wert. Das ist unglaublich. So. Uiuiui. Och nö. Okay. Er macht so viel Schaden, der sinnlos. Wieso geht dieser Mensch. Also der Tantos geht gerade über. Wollte gerade über die Lane ganken kommen. Macht Sinn. Ich hol mir doch lieber den Devourer's Gauntlet. Leute, Nox fehlt in der Mitte. Ach komm schon. Das trifft mich. Enemy missed. Er ist schon 14, ist ein Oboa, Mann. Wer? Zu Nunas, ey. Das heißt, die ist echt zu stark. Pass auf, wo ist dieser Mensch? Nox kommt rüber zu euch. Ah, ist alle vor. Ja, hat das überlebt. Aber wo, wenn er jetzt hat, das jetzt. Also, vier Leute? Was? Die sind alle durchgehend bei mir. Boah. Hatten wir auch im letzten Game auch genauso. Irgendwie die Solo-Lane wird jetzt was zum konstanten Gangplatz. Und besonders zum Teamfight-Platz. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich verstehe wirklich nicht weswegen. Oh, du kannst okay. Wenn er es nicht verkackt. Außer du triffst die dann die. Ja, dann weiß ich. Egal. Das war kackt. Egal. By the way, Leute, wie findet ihr Gigamesh? Also, ich finde ihn lustig, aber ich bekomm's. Also, das ist nervig. Du kannst. Also, Leute, gegen Leute mit Range bist du unfähig. Du kannst da reinspringen, aber die meisten, also für jeder einzelne Gott in diesem Spiel hat ein Escape und CC. Und wenn du CC bist, dann war es das für dein ganzes Leben so. Du bist einfach unnötig und du musst Tankiness bauen. Wieso habe ich das Ganze gerade. Achso, ich wollte ein bisschen Tankiness bauen, macht Sinn. Bau Tankiness auf Gigamesh. Gigamesh funktioniert nicht als Jungler, beziehungsweise als Full Power Gott. Weil du springst rein und bist einfach tot, weil du CC'd wirst. Aber du musst halt reinspringen, weil du ansonsten keinen Schaden machen kannst, so. Das ist ein Teufelskreis hier. Baba Yaga ist in der Midlane. Okay, danke schön. Also immer wenn sie von mir weg ist, ist mein Leben einfach fröhlich. Weil diese Frau nervt mich hart. Hart. Wahrscheinlich ist Tiamat gleich wieder bei mir. So würde ich die einschätzen, wirklich. Ich geh wieder back. Gigamesh ist Mitte. Das Ganze mit. Mir ist gerade aufgefallen, ich hab erstmal, warte, was möchte ich jetzt haben? Es sind drei Leute in der Mitte. Jo. Es sind vier Leute in der Mitte. Machen das so viel. Ich nehm Heavenly Wings. Ich glaub, Blink. Mein Arsch! Bin auf dem Weg. Blink ist, glaube ich, auch sehr nützlich auf Gigamesh, um einfach, damit sozusagen zwei. Ich bin auf dem Weg. Aber Jaga, du bist eine kleine. Ja, lock die ein bisschen rein. Kriegen wir hin. Genau das ist sie. Du hast komplett recht. Weil diese Nox Frau nervt mich. Nox ist nach links verschwunden. Und da ist sie wieder. Endlich! Nein! Aber Jaga ist immer echt tot. Ich möchte unter den Tower gehen, um sie zu killen. Hilfe! Ja, ich hab Angst. Der ist nicht mit mir. Oh, Triple Kill, das ist doch schön. Das ist doch wirklich. Das tut gerade meinem Kopf wirklich sehr, sehr gut. Endlich mal hier was geschafft. Oder! Oh Mann, das ist so. Oh, ich hab auch das Item bekommen jetzt dadurch. Also meine zweite Passive, sondern meine zweite Aufgabe. Ich weiß noch nicht, wie viel mir das Item bringen wird, aber naja, who cares? Ich kann es verkaufen einfach. So. Hochfarm hier schön. Puh, ja, das war doch gerade ein schöner Teamfight. Ich hoffe, meine Leute schauen immer noch zu, wenn du einfach schon von diesem schlimmen Gameplay hier gerade. Wirklich gemacht, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach reingesprungen, hab geultet und hab irgendwelche Kills gemacht. Ich hab keine Ahnung. Was ich gemacht habe, ist, jemanden mit meiner Ult gehittet. Mir habe ich aber auch nicht. Das schon wieder haben, ey, der Wichser, ey. Pass auf, dass du nicht stirbst. Scheiße, da ich nicht überleben, weil ich überleben. Ja. Oder? Nein, ich bin Schwein, nein! Oh, Sad Life. Ah, war knapp, ich hab bekommen fast. Ja. Halt, knapp ist halt aber auch nicht so. Ja, ich wollte diesen scheiß Livestream, sonst geht er nicht hin.
So, killen wir kurz den Skorpion. Ich weiß nicht ganz, ob ich ihn jetzt das kille, Alter. Aber egal, who cares. Ich hole mir jetzt mal hier den. Ja, ja, Toxic Blade mach ich. Oh, er ist drüben. Oh, wieso bist du hier? Könntest du bitte einfach mal von mir wegbleiben? Renn, renn, hallo, renn. Bin auf dem Weg zu... Oh, wow. Hätte ich gerne! Wieso ist Baba Yaga bei dir? Wieso ist Nox und Baba Yaga bei mir? Die sind Premade. Also Nox, Baba Yaga und Tiamat sind 100% Premade. Die hängen konstant beieinander ab. Boah. Nox, Baba Yaga und wer? Tiamat. Ja. Ach komm schon, guck! Die spielen so gut zusammen, es ist unglaublich. Geht jetzt und wir sind geslaut und dürfen jetzt einfach sterben, alle. Sehr schön. Der Thundertoss hat seine Ult komplett verschissen. Mal wieder. Rennen. Oder. Pass. Ich brauch Hilfe lieber gegen den Scheiß nur noch hier. Tu, das ist dem Cthulhu egal. Ah, merke ich schon. Wirklich? Weil. Keine Ahnung. Also, Gilgamesh ist. Oh Gott, ah, oh Gott, oh Gott. Renn um dein Leben, Mann. Renn um dein Leben. Ich hab ja. Angst um ihn da. Ich verstehe nicht, weswegen er sie fokussiert hat und nicht dir geholfen hat. Das war so dumm. Aber egal. Oh, du bist so tot. Oder? Ich weiß gar nicht. Na, bin ich tot. Alter, es kommen die von überall wieder. Ja, ach, die sind überall. Die ganze Zeit, wissen wir. Oh, aber wir haben trotzdem eine gute Chance, das zu gewinnen. Die sind halt einfach nur drei Mages. Und ja, solange jeder einfach Defense baut, wenigstens ein bisschen. Ernsthaft? Oh Gott, was mache ich hier? Wieso mache ich hier? Nein, Hilfe! Wieso sind wir hier alle hier? Kann ich dir nicht helfen? Kein Problem, die sind gerade zu viert einfach, weil wir wieder hier, die sind konstant da. Also ich verstehe nicht, was sich jetzt verändert hat, dass die konstant da sind. Also wir sind alle, bleiben alle wieder, immer wieder zusammen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht sind sie ja wirklich alle Premates, kann ja sehr gut sein. Aber wow. Puh, ist das anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend. Boah, der ist schon drei Level höher. Das wer? Ja, Zernunos. Oh, wow. Der Zernunos, der ist vier Level über mir. Keine Ahnung, warum auch immer der Apollo. Okay, wir müssen anfangen zu farmen. Wir dürfen keine. Wir müssen aus allen Teamplätzen rausbleiben. Wir sind die ganze Zeit nur am Farmen. Nee, wir müssen aus allen Teamplätzen einfach rausbleiben. Das wird jetzt nichts mehr. Also, solange wir jetzt. Ich weiß. Ich finde das trotzdem dumm, warum der Apollo mehr Level heißt. Lifestick. Keine Ahnung, weil die ganzen Fights in der Mitte und auf der Solo-Lane sind wir beide einfach hinten. Weil ich die ganze Zeit hier farmen kann auf der rechten Lane allein. Dich lassen sie komplett in Ruhe. Aber alles ist irgendwie um die Midlane und Solo-Lane. Einfach konstant. Ich verstehe ich wirklich nicht, wir brauchen mehr Wards. Auf dem Zenunus drauf hier. We need wards. Oder? Nee, auf Gigamesh. Zenunus ich kommt die Baba Yaga. Leute, nicht fighten, bitte geh raus. Wenn du ultest, dann. Bist du tot. Oder? Wow, okay, überraschend. Aber trotzdem. Ja, der hat sie komplett outplayed. Ich sag doch, der Typ ist ein Naturtalent. Der spielt das Spiel noch nicht mal so lange. Ah, trotzdem, ich hab Angst. Der spielt das seit 2,5 Monaten maximal. Ich werde einfach den Tower pushen. Also haltet sie auf, solange ihr könnt. Ich werde den Tower pushen. Scheiße, ich bin. So, by the way, Leute, nicht vergessen, bitte. Ich spiele Gigamesh gerade mal das dritte Mal und auch wirklich das erste Mal richtig. Bitte mir nicht übernehmen, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas verkacke. Das ist einfach schwer. So. Er ist halt zwar nicht sehr komplizierter Gott, aus dem musst du damit klarkommen. Wie sollten wir das bitte? Der Cernunos in der Mitte! Minions, wieso seid. Ach komm schon! Ich hasse alles hier! Riesige Wave an Minions, aber aus irgendwelchen Gründen sind die Minions nicht in der Tower. Wer hat von denen TP? Nee, wer hat gerade TP abgebrochen? Irgendwer hat gerade TP abgebrochen. So. Okay. Bin auf dem Weg zu euch. Oh, sehr schön. Warum auch immer gerade eben meine Ult nicht gehittet hat. Weiß niemand, keine Sorge. Weiß niemand. So, wollen wir mal hier. Wollen wir den. Oh, wir können probieren, die Nox zu killen, oder? Ich bin raus. Okay, kein Problem. Wir müssen mit aber helfen, damit das nicht zerstört wird. Ja, ich muss hier ein paar Sachen ankaufen. Ich hole mir schnell mal Mana-Buff. Aber es ist so krass, es ist gerade so ein schmaler Grat zwischen Verlieren und Gewinnen, es ist unglaublich. Solche Games habe ich lange nicht mehr. Es ist zwar krass frustrierend, um ehrlich zu sein, aber puh, es ist besonders. Ich glaube, es ist auch ein bisschen interessant wenigstens. Mal kurz zum rechten Tower. Ich möchte nicht gegen Camus fighten. Okay, geht weg. Sehr schön. Leute, kauft bitte alle Wards. Wir brauchen so viele Wards wie nur möglich, weil die konstant überall sind. So, das dürfen wir nicht vergessen. Gleich.
Und du bist auch perfekt mit deinem Roaming. Du kannst. Ach, oh, Babayaga, wieso bist du wieder hier? Bitte geh einfach aus meinem Leben raus, mach nicht wieder auf. Wenn du einfach Bescheid sagst, bevor es vorbei mit dem Ding hier. Was? Wenn du irgendwelche Probleme hast, einfach Bescheid sagst. Mach mal bitte den, die Godfrey, besonders die Godfrey, Scorpion. Du kannst ja, den gut alleine machen, du hast genug Fähigkeiten, also genug Damage und so. Dem will ich eigentlich, den Theranos will ich definitiv nicht fighten. Du lässt mich in Ruhe. Oh Gott, sieht nicht schön aus. Bin auf dem Weg. Na, ich komm aus. Der Theranos will meinen Arsch! Nicht schon wieder? Dein hübscher Arsch! Ich geh wohl gar nicht hier. Oh Gott, hallo! Guten Tag, und ich bin einfach instant geroutet. Bitte zu euch. Okay, das ist raus. Alter, können wir ganz kurz darüber reden, wie die Baba Yaga mich einfach komplett durch alles durchverfolgt? Oh Gott, du holst sogar rein. Wieso bin ich Schwein? Ach komm schon. Nein. Oh, göttlich. Oder wir können Fight und machen. Nee, Mitte. Pushen. Ah, pushen Mitte. Gigamesh war rechts irgendwo. Egal, der Typ ist egal. So close. Der Gigamesh könnte gleich so easy Triple Kill machen. Nee, würde er nicht hinbekommen, ist nicht gut. Hoffentlich. Der würde direkt sterben. Hoffe ich mal. So, wenn ihr in dem Feld seid, bekommt ihr Livestream und sowas, falls ihr, keine Ahnung, gegen Tower, haha. Phoenix. Wir haben genug Minions hier, wir kennen das Ganze. Der Gigamesh kann uns nicht alle killen. Genau, das war eigentlich seine Ult. Warte, wir müssen die Ulti abwarten. Ich muss raus. Bitte gehen in den Tower noch, wir müssen gehen. Ah, ja, gegen Tower schon. Okay, raus, sofort raus. Alle sind da. Sofort würde ich einfach nur runterrennen. Weil Nox wird ulten und Thanatos ist tot. Er könnte raus ulten, aber ich weiß nicht. Oh, das ist nett von dem. Einfach das gehen hier gerade. Wir haben so, also ich bin sehr froh, dass wir gerade zwei Tower bekommen haben. Das ist unglaublich nützlich. Die Videos uns verfolgen, Alter! Die wollen uns alle killen. Ja. Aber so, Leute, geht weit nach hinten, damit die nicht euch nicht treffen können. Okay. Ja, wir können direkt durch die Base durchlaufen. Na, sehr schön. Nee, das ist ein ungleicher Vorteil gerade für uns. Das ist ich habe 3000 Gold. Was ist dir falsch gelaufen? Ich habe einfach vernützt, ich keine Ahnung. Ich möchte dich mitnehmen, ich brauche noch mehr Defense für alles. Es ist nicht schlimm, dass wir das bekommen haben. Wir brauchen trotzdem, Leute, nicht vergessen, Wards kaufen. Oh, shit. Weil das ist ganz so wichtig, weil wir müssen wissen, wo die Gegner sind. Und, ja. Ah, ja. Oh, scheiße. Ja, so, die Primal Fury. Das ist schmerzhaft. Das ist sehr schmerzhaft. Aber okay. Ich muss da irgendwo allein langlaufen. Wir können nochmal dann nochmal durchpushen, beziehungsweise du könntest das machen. Ja, jetzt ist er tot, aber der hat mir Hälfte des Lebens abgezogen. Nur so ein blödes Camp. Wer? Ja. Das Damage Camp. Achso, ja gut. Hast du Livestream? Ja, gut. Kleines Problem. Ja gut. Wir bekommen das schon hin. Leider, ich weiß nicht, wo irgendwer ist. Da ist ein kleines Problem für uns hier. Oh, bist du da, Buff? Oh, du bist nicht da, enttäuschend. Ich hab viel mehr erwartet. Oh, Baba Yaga ist da. Okay, so. Ich glaube, ich geh jetzt mal. Geh drauf. Wo seid ihr? Und ich bin tot, raus. Alter, raus hier. Sorry, es tut mir so leid, aber ich bekomme das hier nicht hin. Das ist zu viel Schaden. Das ist komplett zu viel. Und Tiamat ist noch hier. Oh, der hat beide Ultis eingesetzt. Komm rüber. Ach, Nox ist auch noch hier. Tu das bitte nicht an. Alter, alle sind da. Ich hasse, wir sind wieder reingegangen. Alles deine Schuld. Ich muss. Ach, sorry. Kann ich mal kurz erklären, was gerade passiert ist? Ich bin gesprungen mit meiner 3. Auf Baba Yaga. Ich bin gelandet. Egal, wieso hat's. Oh Mann, ich habe. Ich bin gelandet, aber es gab keinen Schaden und mein Feld ist nicht aufgetaucht. Obwohl ich gesprungen bin und die Fähigkeit auf Cooldown war. Jetzt her nun auf. Weshalb ich. Also, entweder ist das ein Bug oder gewollt, weil ich irgendwie gesilenced wurde. Ich habe keine Ahnung. Hat irgendwer eine Ahnung, was gerade passiert ist so? Also, auch jetzt im Chat. Sag ich in den Kommentaren. 100 Kritter hat der auch mal. Ich war nicht dabei, ich bin einfach nie in den Teamfights, ehrlich gesagt, dabei. Ja, das ist ein bisschen problematisch, dabei bräuchten wir dich, weil wegen der Magical Dimensions so.
Du bist der Einzige, der große, große Mage Damage raushaut. Mhm. So. Ja, aber gut, also Nox hat für mich geultet und alles gemacht. Ich bin froh, dass ich schon ein bisschen tankier gebaut habe. Aber puh, es reicht alles nicht aus, um irgendwie mich da zu retten zu können. Alter, ist das hier nach Nego. Ja, wie gesagt, Nox, also Nox, Tiamat und Baba Yaga sind durchgehend beieinander. Also, die leben einfach zusammen die ganze Zeit. Leute. Ja? Wieso groupen wir da nicht selbst ab? Ich hab keine Ahnung. Wir sind immer in Zweier- oder Dreiergruppen maximal unterwegs. Na, ja, so was können wir machen. Zusammenbleiben. Wir bleiben alle zusammen. Also keine Fights starten, wenn wir nicht alle zusammen sind und fertig ist. Also wir hätten einfach rausgehen sollen, fertig war. Komm mal her, Mann. Problem ist, wir brauchen halt den Farm. Mal kurz. Immer noch Level 18 war noch. So. Halt die Klappe. Dankeschön. Ich bin die ganze Zeit am Farmen. Wir fighten aber auch die ganze Zeit so. Na, wir fighten übertrieben viel. Ja, ihr, das heißt, ich aber nicht. Ich bin dann immer am Farmen in der Zeit. Keine Ahnung. Ich frag mich deswegen auch, weshalb Hito es schafft, 20 zu sein, 2 Level über mir zu sein. Er farmt halt auch die ganze Zeit, bin. Keine Ahnung. Ich bin wirklich nonstop am Farmen. Falsch an. Achso, es war. Nee, wieso? Oh Gott, nicht angreifen. Ich dachte, der Gegner wäre da. Ich hatte dieses Geräusch gehört, als ob da jemand da wäre. Ja. Oh, Baba Yaga ist hier. Wir haben ja gerade zwei. Baba Yaga ist da. Weil wir gleichzeitig platziert haben. Ja, gut, Problem. Alter, der Schaden. Ich hab sogar schon so viel Tankiness. Raus, die werden gleich alle rauf. Bitte nein, wie ich hasse dich. Bitte geh einfach. Ich. Aye. Geh. Ich sag schon, Aire ist so dumm, ist ja eine Idee gewesen. Hito, raus da. Also, wir können uns das nicht leisten. Wir müssen jetzt die Teamfights gewinnen, ansonsten haben wir verloren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht verlieren hier. Mir fehlt noch so wenig Erfahrung, da bin ich Level 20. Wir haben viel. Aufgebaut ist. Wie, was aufgebaut? Achso, die Map. Oder wie? Nee, ich vermisse die alte Map. Das tun die wenigstens. Ja, wird schon. Ja, ich kenne nur die Map hier. Ich geh jetzt back. Ach nö, wie seid ihr hier? Raus! Die raus. Alte Map war übersichtlicher. Ja. Das raus! Ach du Scheiße. Leute! Hey, wo kommt der denn her? Das war die sind hier die ganze Zeit. Ich hasse mich gerade. Ach komm schon! Oh mein Gott, der Schaden! Ja! Nein. Ich bin raus. Wir müssen dann also ganz schnell hinten bleiben, hoffen, dass er noch rauskommt und hinten bleiben. Nicht sterben, bitte. Top Damage Kultur. Oh Gott, ist das ernsthaft? Das ist traurig. Gut. Digga, was? Oh oh. Der hat mir. Oh oh. Ja, du stößt Bastard. Ich bin tot. Da irgendeinen rausfinken? Nee, ja, also. Okay, was? Die können das Ganze gleich angreifen. Nee, die haben gewonnen. Das Problem war einfach gerade nur, dass. Also, ich habe keine Ahnung, was das Problem war hier. Die haben uns. Keine outscaled, was denn sonst alles? Ich weiß nicht. Ja, da haben zu wenig Flächendamage, würde ich mal sagen. Ja, wir haben sehr viel Single-Target-Damage wirklich, also halt, hier du und auch Thanatos, ich auch, aber ich mach da keine große Fläche, sondern eine lange Linie einfach. Ja. Bei dem haben wir ja die... Okay. Ja, GG. Mama! Oh, die waren so ekelhaft. Das war wirklich ekelhaft und da lacht sie auch noch sehr schön. Die werden wahrscheinlich Premade? Ich denke jetzt mal, weil so sehr wie die durchgehend zusammen waren, im Gegensatz zu uns, weil ob wir auch Premade sind, egal. So gut kann man sich gleich absprechen. Weil Tiamat hat sich durchgehend mit Baba Yaga abgesprochen und Baba Yaga, Tiamat und Nox haben sich durchgehend miteinander abgesprochen. Wir hatten irgendwie keine Chance, da irgendwie groß was zu machen, weil die einfach zusammen waren die ganze Zeit. Ich hab das Gefühl, Damage zu machen. Baba Yaga macht krass viel Schaden. Die Baba Yaga hat Damage gemacht, aber ich hatte für mich das Gefühl, nicht an denen Schaden zu machen. Irgendwie waren alle tanky. Das stimmt, aber Baba Yaga ist insgesamt der. Ja, die waren. Ja. Ja. What the fuck, mate? Hass. Purer Hass. Du weißt nicht, wie sehr ich gelitten hab. Weißt du, dass du gerade einfach nur das machst, worauf sie gehofft haben? Wieso? Hä? Ist doch jetzt nicht Schlimmes. Nein, Damage. Was habe ich angestellt? Wieso habe ich nur 14.000 Damage? Was ist mit mir im Moment los? What the fuck? Frag nicht. Nee, ganz kurz.
Wer hat das gerade geschrieben? Was? Wort. Das N-Wort. Inut, guck, die, die... Knox. What the fuck? Sorry, man! Ist klar, Alter. Okay, gut, dann trotzdem, also auch wenn ich jetzt verloren habe, ich habe 17.000 Tagen gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich muss mich in den Gegenmatch reinführen. Ich habe aber gerade keine Zeit, noch mir irgendwie mehr zu ihm anzuschauen. Ich hoffe mal trotzdem, dass wir verloren haben und die Runde besonders lief. Hat es euch gefallen? Ich hoffe mal. Wie findet ihr Gegenmatch? Habt ihr schon ein bisschen mit ihm gespielt? Habt ihr schon ein bisschen was bei ihm gelernt? Wäre mal interessant zu wissen. Oder irgendwelche Tipps zu ihm? Ansonsten. Aber auch zu viel gefunden. Ja. Total, also es war irgendwie jede einzelne Runde, die wir gespielt haben, alles war, jeder Teamfight war auf der Solo-Lane geführt. Keine Ahnung, oder jedenfalls von Anfang an, die ganzen Teamfights. Gut, aber danke, dass ihr dabei wart, hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben, irgendwie, ich weiß nicht. Danke, dass ihr zugeschaut habt, abonniert, falls ihr es nicht getan habt, lasst ein Like da. Und ja, ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Sehr schön, ciao.